Yo Leute, was geht bei euch? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 4. Online. Endlich mit Level 40 hier am Sternchen. Und ich habe schon die ganzen neuen Quests angenommen, wie ihr schon seht. Das sind zwar, glaube ich, nicht alle neue, oder? Doch, es sind alle neue. Ihr merkt auch übrigens, hört mal in den Hintergrund, wenn ich aufhöre zu reden. Es wird stumm. Ja, ich habe mal meinen Öffnung- und Schließungspegel neu eingestellt. Der andere war viel zu, ich sag mal, falsch eingestellt. Boah, lecker. Ja gut, bin auf Itzel. Ist viel los hier. Ich würde sagen, ich nehme einen anderen Weg diesmal. Diesmal laufen wir nicht über düsteren Durchgang 1 und über, wie heißt's, Mondscheingrab. Nein. Wir nehmen den anderen Weg. Den etwas kürzeren, weil ich möchte jetzt ins Grab im Rebstock wieder marschieren. Wir haben ja, soweit ich jetzt weiß, im Goblin-Lager eh nix. Die Musik ist geil. Deshalb werde ich hier auch so gern hingehen. In 9 Level sind wir übrigens hier. Was? Wartet mal. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Das muss ich jetzt wirklich mal ausprobieren. Leute. Ist das wirklich, damit ich von dem das Herz bekomme? Weil das, dann könnte ich mir nämlich schon mal eine Etage im Turm sparen. Denkst du wohl. Ich habe das einfach mal so spaßeshalber den random Plant gehauen. Nein, das stimmt nicht. Leider. Krieg ich mir beim Hakan angezeigt. Schön wär's. Jetzt müssen wir aber dann doch in den Turm. Aber den Turm, den machen wir irgendwann. Aber nur nicht jetzt. Muss noch mal kurz ins OBS-Fenster. Ihr merkt nämlich, es ist wieder verschoben. Ich habe einen Minecraft-Test gemacht. Zack. So, und da habe ich mich wieder richtig geschoben, gell? Jawohl, da sitze ich richtig. Und jetzt geht's über Goblin-Lager in Grab im Rebstock. Außer wir haben ein Goblin-Lager, was? Dann werden wir natürlich hier auch noch mal aufräumen. Wir haben hier nichts. Hier sind welche zum Annehmen. Wo sind dann die NPCs? Da. Nee. Ach, da vorne. Was hat der denn hier für mich? Was hat ein Jax für mich? Ich hasse Goblins. Okay, dann haben wir hier jetzt doch was zu tun. Verlies Goblins sind das. Okay, schön und gut. Haben wir noch Goblin-Kiste. Auf diese Quest habe ich gewartet, liebe Leute. Weil ich wusste genau, dass da noch was war. Die sind aber nicht hier, sondern die sind da. Da hinten drin. Aber der Buff geht nicht mehr die ganze Folge lang. Leider. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie lang die war. Ah, sowas kann aber auch echt nur mir passieren, Leute. Ich muss da rüber. Hier muss ich rüber. Genau. Hier hinein. Okay. Hier chillen schon welche, aber ich möchte ja nicht hier hin. Ich muss woanders hin. Jetzt geht's mitten durch die... Brauche ich die Prox eigentlich? Nope. Also geht's hier gerade noch schön mitten durch. Bis irgendwo hin. Wo muss ich? Rechts, dann geradeaus. Okay. Machen wir. Ja, die steht gerade richtig rum. Das ist gut. So, verfolgt mich keine Brock. Nope. Er hat gerade umgedreht. Dann ziehen wir direkt wieder hier hoch. An einen meiner Lieblingsspots. Für Erdspinne und den anderen ganzen Krams. Ein Hobspot ist da drüben, aber wir haben jetzt nicht nur die Hobkramszeug da. Wo müssen wir? Ging es hier schon rein? Nein. Nächste Tür, nächste Ausfahrt bitte rechts rein. Da geht's hinein, da sind wir auch schon. Hier haben wir nämlich Knochenimps, wir haben Hobs, wir haben Hobkämpfer, den wir jetzt auch brauchen. Wir haben die normalen Hobs. Wir haben praktisch alles. Wir haben alles hier, was wir brauchen. Und das, ich würde sagen, wir nutzen jetzt noch den Buff aus, den wir jetzt noch haben. Ich ziehe schon mal den Mehrfachschuss. Und Abfahrt. Den Hob anvisiert. Okay, kann ich so durchgehen lassen. Jetzt hier, zack, zack. Ich muss gleich noch was ändern in der Belegung unten, weil das ist blöd gelegt hier. Mit dem Giftfall ganz da hinten, das ist ganz schön blöde. Das ändern wir auch nochmal. Stimmt, hier war doch was. Irgendwas Flüssiges wollte doch hier jemand in der Quest. Naja,
Werden wir schon irgendwie bekommen? Wie gesagt, irgendwie. Es ist wieder so leise. Finde ich schade. Oh, ein Amulett. Okay. Brauche ich. Die Hacke brauche ich. Schau mal, was hat ein Amulett denn so? So viel hat's. Einmal sortieren. Ach, Geisterfrucht, was will ich noch damit? Ich brauche das zwar für eine Quest, ist mir aber gerade sowas auch egal. Da kommt der Hauptkämpfer. Den brauchen wir auch. Ihr seht, er hat jetzt 3 Vergiftungen. Das heißt, er kriegt richtig schön Damage. Und diesen Damage machen wir uns zunutze, indem wir ihm einfach mal eine richtig reindrücken. Jetzt spawnt hier der Rest wieder. Ah komm, dann nehmen wir den Hope da hinten auch gerade mit. Guck mal, weil der Hope-Kämpfer ist get down. Wir brauchen aber 3 Stück. Das heißt ja, wir brauchen noch ein paar. Na komm, ich bin gestunt. Ich kann doch so viel drücken, wie ich will. Bup, und weiter geht's. Mal geben wir ihm auch eine Dreifachvergiftung und einen Schuss noch ins Gesicht. Die Procs brauchen wir nicht. Nicht verwirren lassen. Die Hopes brauchen wir wegen den Hacken. Sammel dich mal noch ein. Erdspinnchen auch noch. Ja, die da drüben auch noch am besten. Und dann ist wirklich Ende. Ja, jetzt ist Ende. Gehen wir in die Mitte. Und Zündung! Hopp! Haben niemanden anvisiert, die Stödel, aber die Erdspinne anvisiert. Sehr schön. Hier, gefallen. Mehrfachschuss nochmal reinhalten. Oh ja, die machen wirklich gut Schaden jetzt. Also, uiuiui. Sehr, sehr gut Schaden sogar. Also, aber mich beeindruckt das kein Stück. Wir werden hier einfach weiter draufhalten, bis es nicht mehr geht. Ja, ich benutze auch Tränke mit, weil sonst wird es mir persönlich ein bisschen knapp. Aber schaut mal. Easy. Sehr schön, sehr, sehr schön. Wir brauchen jetzt noch ein paar Knochenimps. Hacken haben wir auch schon fertig. Ja, GG. So, noch ein Knochenimpchen. Der Hauptkämpfer wieder gespawnt. Jawohl, den nehmen wir auch direkt mit. Direkt in, hinter die Ohren. Riesig derbe ist. Nicht zu nah an den Imp gehen. Oder zumindest an die Hopes. Hinten spawnen. Die spawnen ja gleich wieder, stimmt ja. Die spawnen gleich wieder. Und. Aber in der Zeit ist der down. Zack. Knochenimp, der letzte. Mal, ich gucke hier ab und an mal, ob hier irgendwo eine Schatzkiste rumfliegt. Tut aber gerade nicht. Naja, dann halt keine Schatzkiste, ne? So. Ich will nur die beiden jetzt. Und wenn noch jemand dazukommt, dann ist es ja nicht schlimm. Das ist ja schnell gemacht. Aber sonst. Einmal. Nur Mana-Trank gedroppt. Oh, was haben wir denn da? Ich schaue ja gerade Nachrichten noch im Hintergrund. Und da gibt es gerade ordentlich Zeug. Ich weiß nicht, was das ist, aber es sieht sehr interessant aus. So, wo gibt es denn hier noch Erdspinnchen? Jetzt kommt hier noch ein Imp. Den habe ich leider zu spät gesehen. Gibt es denn hier noch Erdspinnchen? Ne? Hier ging es doch weiter. Ja, hier ging es doch noch weiter. Da hinten waren, glaube ich, ganz viele. Das war, glaube ich, der Erdspinnen-Spot. Oh ja. Das war er definitiv. Das war er. Ich war die ganze Zeit einfach am falschen Spot. Und jetzt bekommen wir die Flüssigkeit, Leute. Wir machen die Erdspinnen gerade noch fertig. So, ohne den Imp. Und dann gehen wir auch schon wieder ab. Ich denke, dann haben wir eigentlich alles fertig. Oder haben wir dann wirklich alles fertig? Ich habe jetzt die Geist-WDH nicht mal angenommen. Aber wir schauen mal. Tatsache, noch den Hope-Kämpfer einmal, der müsste ja auch schon wieder gespawnt sein da unten. Jawohl, da ist er auch schon direkt auf meiner Seite. Wir holen ihn direkt mal hier hoch. Und den machen wir auch noch Blatt. Dann kommt eigentlich nur noch Goblin-Lager. Aber die sind die Goblin-Kiste, das könnte interessant werden tatsächlich, weil ich weiß ja nicht, wie stark die sind.
Zumindest nicht mehr, wie stark die sind im Verlies. Boah, jetzt wird aber erstmal, ich würde sagen, abgegeben. Robo könnten wir machen. Ich bin aber nicht stark genug dafür. Und das sagen wir mal so, ich bin zu feige dafür. So muss man das sagen. Ich bin viel zu feige für Robo. Immer noch. Kann ich ihn wegwerfen? Den da. Ach so, weil ich zwei Sachen bekommen habe. Okay, okay, okay. Okay. Die Flüssigkeit. Zack. Auch abgegeben. Ich finde das geil. Du machst so viele Quests hintereinander, dann kannst du so viele Level bekommen. So ist das geil. Aber das jetzt, das bringt uns keine einzigen Level. Das kann ich euch sagen, weil das müssen wir so abgeben. Das können wir so abgeben. Schaut mal, schaut mal, schaut mal. Das ist ja wirklich... ist ja gar nichts. Ist ja nichts. Die Quest kann immer noch weitergeführt werden. Leute, das ist hier nichts. Wir haben jetzt 10 Erdspinnen. Wow. Leute, ich würde sagen, ich begebe mich in große Gefahr und gehe mal ins Verlies. Ich meine, ich finde, ich habe jetzt hier hinten noch mal ein bisschen genug getan. Schauen wir mal, wir haben jetzt auch nur noch Hacke, Knochenimp, Erdspinne. Das ist mir nicht genug. Deshalb begebe ich mich jetzt in Gefahr ins Verlies, ins Goblin-Verlies. Oh, das wird geil. Hoffe ich doch, damit das geil wird. Ich hoffe nicht, damit ich sterbe. Ich habe noch 7 Minuten Buff. Ich habe aber, wie heißt das so schön? Wie heißt es? Ich habe, stimmt, ich habe ja Vita bekommen. 2 Stück. Müssen sich hier verbunden haben. Wir packen rein. 4200 HP. Das ist schon der Weg. Ja. Aber 4200 HP, das dürfte doch jetzt auch mal fürs Verlies reichen. Mit Magier damals war ich im Verlies komplett ohne Buff. Und jetzt 4200. Ich hoffe, das reicht. Ganz ehrlich. Das soll, das müsste eigentlich sogar reichen, weil die Goblins sind gar nicht mal so stark. Ah, doch, stark sind sie schon, aber so schwer sind sie nicht. Und ich hoffe wirklich, dass das kein Problem wird. Goblin-Lager. Oh, wir müssen jetzt an den ganzen Magiern und an den Kapitänen vorbei. Und wir hängen, so wie es aussieht, im Port fest. Ja, Leute. Da ist Fiesta wieder abgestürzt. Ich melde mich gleich wieder nach dem Cut zurück. Ja, Leute, ihr seht, willkommen zurück bei... oder willkommen bei Fiesta Online. Wir sind wieder back in Fiesta. Scheuchen ins Goblin-Lager, hocken uns auf unserem Pferdchen und ziehen mal direkt ab. Muss ich gerade mal gucken, wo war denn das? Welche Richtung? Diese Richtung. Ja, das ist Kapitäne, Magier, da ist alles. Buff noch da, Rolle ist noch drin und jetzt werden die reingehauen. Also die brauchen wir auf jeden Fall auch in den nächsten 5-6 Level. Okay, den Magier kann ich mir jetzt nicht ersparen. Was machen die eigentlich nochmal an Damage? Ja. Ist ordentlich, wenn du keinen Buff hast, dann gute Nacht. Aber hey, wir haben ja einen Buff, also alles tutti. So, jetzt geht's erstmal da unten rein. Das ist übrigens der Port für ins Verlies. Ich bleib sicherheitshalber mal richtig dran. Normalerweise wollte ich jetzt gerade das OBS runterziehen. Okay, muss ich mal keine Sorgen machen. Jetzt muss ich das OBS nochmal runterziehen wegen Sound und so weiter. Wo kriege ich denn jetzt die Goblin-Kiste? Ach Gott. Ach Gott, ich brauche erst noch die Verlies-Goblins hier. Mama, kommen die in Scharen? Nö. Alter. Die sind doch ziemlich hart. Und die machen auch richtig Damage. Also, wow. Viel mehr, als ich gedacht habe. Ich habe sie viel schwächer eingeschätzt. Aber die Musik ist geil. Die lasse ich auch wirklich jetzt mal in der Lautstärke laufen. Die ist geil. Und direkt mal Goblin-Kiste. Ach stimmt, die bekomme ich ja von denen. Ah, ich wollte ja noch was ändern. Das wollte ich noch ändern. So. Ich weiß, das ist jetzt nicht das Optimale. Aber direkt mal einen Hit setzen. Also richtiger Crit gesetzt. Und jetzt mal schön weiter hier kloppen. Ich möchte deine Kiste. Ich möchte diese Quest endlich abschließen. Ich habe nämlich mit dem Accumulator Magier damals die Quest gar nicht gemacht gehabt. Weil ich ja damals hier gestorben bin durch Todpullen. Muss ich ehrlich sagen.
Ist jemand gekommen, hatte keine Chance, einfach ins Portal, ich war AFK, bam, tot. Also, gut, ich persönlich würde sowas mit Verwarnung bestrafen, ganz ehrlich, weil das ist Todpullen. Entweder du besiegst sie oder rennst im Kreis oder stirbst selbst. Kannst dir was aussuchen. Aber Schwamm drüber, es ist ja fertig. Wir haben mit dem Jäger halt sowieso hier einen kleinen Vorteil. Wir können auch während dem Rennen rumballern. Hier zum Beispiel. Zack, zack, zack. Ich weiß, das war jetzt nicht die beste Sicht. Aber schaut mal, das ist ja kein Problem, diese Quest. 4 Minuten für den Buff noch. Ich hoffe, es kommen nicht alle drei, weil dann bin ich, ja. Oh gut, es kommt nur einer. Wollte schon sagen, ich hoffe, es kommen nicht alle drei, sonst bin ich wirklich am Arsch, auf Deutsch gesagt. Weil ich bin überhaupt kein Profi von so viel auf einmal. Lol, der steht auf den Schienen und haut mich. Aber schaut mal, Leute, das ist ja... Klacks. Für den Jäger ist das echt ein Klacks, das da ist. Das ist super easy. Ich bin Jäger. Ich weiß nicht, Clary wäre schlimm. Deshalb habe ich auch keinen gemacht. Aber so jetzt, das ist ja easy. Muss ich ehrlich sagen, also das ist wirklich easy. So, wir kreuzen ihn nochmal. Schießen nochmal alles drauf, was wir haben. Ja, also es ist ordentlich. Jetzt habe ich einen Knochen eingesammelt. Und den ersten Lebenstrank. T3 haben wir. Das kann weg. Aber wir haben unsere ersten Lebenstränke T3. Leute, die ersten sind's. Boah, ich muss mich extrem beeilen. 2 Minuten noch. Für 3 Goblins waren das, gell? Noch remaining. Das werde ich 100% nicht schaffen. Schau mal, die sind immer noch nicht gerespawnt. Das könnte noch interessant werden für uns. Weil wir müssen jetzt auch noch dann tiefer rein. Wenn sie jetzt nicht langsam respawnen. Zack, einmal hier, einmal den da, den da. Nein, die respawnen nicht. Das heißt für uns, wir müssen rein. Hoffentlich ohne Imps. Natürlich muss ich einen Imp an der Backe haben, ist ja wieder klar. Na, dann fighten wir mal eine Runde. Gegen den Imp, er darf mich nur nicht betäuben. Gott, macht er wenig Damage. Und Alter, machen wir viel. Aber ich werde das definitiv nicht mehr mit dem Buff hinbekommen, Leute. Das heißt, ihr seht nochmal einen Fight ohne Buff. Weil Imp war ja easy. Shit, jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel Goblins ich noch brauche. Egal, einfach draufhalten. Auf jeden Fall, Kiste brauche ich noch ein paar. Kiste brauche ich noch ein paar. Oh, meine Lebenssteine gehen leer. Ich will jetzt auch nicht mehr mit Tränken arbeiten müssen. Eher wirklich sehr, sehr viel mit Steinen. Komm, wir laufen mal hier an der Seite. Brauche ich noch. Noch einen. Und den schnappen wir uns hier ganz schnell. Mir gerade egal. 1 Minute haben wir noch. Sehr schön, das dürfte doch kein Problem sein. Jetzt liegt da das Handy direkt an den Boxen. Das ist natürlich auch nicht so optimal. Aber schaut euch das an, Leute. Wir haben endlich diese blöde Quest. Da vorne liegt noch was. Eine Zweihandaxt habe ich vergessen. Und die Goblin-Kiste. Oh, mich zu heilen habe ich noch vergessen. Das ist eine Krieger-Axt. Ja, eine Kriegerachs müsste das sein. Guck mal, was hatten die? Okay. Und ich merke gerade, ich schieße immer mit der 20er. Hopp. Schnell mal mit der 40er her. Und ich würde sagen, wir geben mal diese Quest ab. Wir haben neue Quests. Geben wir auch mal schnell ab. Oder nehmen wir mal an, das ist eh nur Quatsch, Quatsch. Goblin-Lager. Haben wir hier Kristall-Magie. Oh, Leute, komm, wir lassen uns mal ein bisschen Zeit. Tor der Dimension. Stimmt, da wollte ich auch nochmal irgendwann reingehen. Frage ist, wann? Sind ja die Teufelskrieger. Und das ist die WDH dafür. Das Teil der Magie. Wo kriege ich denn die her? Tor der Dimension. Nein, dann machen wir es nicht.
seltsame Energie. Das gehen wir mal ab. Zack. Haben wir hier einsame Patrouille. Oh Leute, das ist so viel zu babbeln. Zack, fertig gebabbelt. Und direkt das nächste. Jetzt brauchen wir Goblins. Gut, aber nicht die Verlies-Goblins. Oh, wir gehen mal einen Meter vor. Oh, das gibt so viele Goblins. Noch einen Meter. Und ich würde sagen, wir werden kein Level up. Obwohl wir so viel gemacht haben. Nein, werden wir nicht. Ich muss mal kurz auf die Zeit schauen. Die Folge ist auch schon eh gleich vorbei. Brauche ich denn jetzt hier nochmal? Nix mehr. Also einmal nach draußen, bitte. Der Buff ist eh weg. Also einmal nach draußen. Weil ohne Buff gehe ich hier ganz sicher nicht rein. Das steht mal fest. Selbst gegen den Imp habe ich keine Lust, ohne Buff zu fighten. Und ich hoffe wirklich, ich werde rausgeportet. Ja, werde ich. Perfekt. Gucken wir uns direkt mal auf mein Gaul. Die Sandratte wird jetzt angreifen, denke ich. Nee. Aber der Magier wird angreifen und das ist nicht gut. Da oben kommt ja noch ein Magier auf mich zu. Wow, mit Kiten kann ich ja das dann irgendwann machen so und kann er während dem Rennen einfach schießen, schießen, schießen. Ja man, da freue ich mich wirklich drauf. Das war mein Handy. Irgendwas hat vibriert. Ich schau mal schnell drauf. Mir wurde eine Nachricht geschrieben. Ja gut, das hat noch Zeit bis Folgenende. Ich weiß jetzt nicht, wer es war. Es können alle Personen sein. Aber Leute, wir rennen mal wirklich auf die andere Seite. Dort, wo die Goblins sind. Das sind Werbären. Okay, die drehen um. Also Leute, ich würde sagen, wir stellen uns hier hin. Und beenden mal die Folge Fiesta. Ich muss schon kurz schauen. Jetzt bin ich richtig. Also wir beenden die Folge Fiesta. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind fast Level 41 geworden. Ich muss noch Steine holen gehen. Und dann werden wir auch schon anfangen, die Imps platt zu hauen. Ja, die Imps. Ja, die Goblin-Lager-Imps. Also die Goblin-Viecher da. Da hinten rennt schon eine Proc rum. Eine Sandratte rennt da rum. Aber wir müssen da runter. Goblins platt hauen. Machen wir auch in der nächsten Folge. Also Leute, zeigt einen Daumen hoch, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst auch gerne ein Abo da, würde mich mega freuen. Mich würde auch eine Bewertung über Video, Kanal und allem drum und dran auch freuen, wenn ihr es denn machen wollt. Tretet im Discord bei, um nichts mehr zu verpassen von meiner Seite aus. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, reingehauen. Ciao.